Ja. Guten Abend miteinander. Ganz herzlich willkommen im Archiv für Zeitgeschichte. Das Mikrofon sollte Sie nicht irritieren. Wir haben hier keinen Tonverstärkung, aber wir haben jetzt seit dem letzten Kolloquium begonnen, diese Veranstaltungen auch aufzuzeichnen und zu streamen, so dass man das auch im Internet später mitverfolgen kann. Und die Tonqualität war offenbar das letzte Mal etwas fragwürdig, so dass wir es diesmal mit Mikrofonen machen. Auch wenn Sie nachher Fragen stellen im letzten Teil der Veranstaltung, wird jemand herumgehen und Ihnen ein Mikrofon geben, dass man es wirklich auch aufzeichnen kann. Ich begrüße ganz herzlich Peter Abends, freue mich sehr, dass er hierher gekommen ist. Wir haben das auch im Flyer schon geschrieben. Wir sind auch in einer geschäftlichen Beziehung seit einiger Zeit, in dem wir eben seinen Vorlass übernommen haben oder Teile davon zumindest. Der ist ja insgesamt sehr umfangreich. Wir haben die Materialien zu seiner Geschäftstätigkeit als privater Berater eigentlich nicht übernommen, aber anderes Material, vor allem im Zusammenhang mit der Entwicklungshilfe. Ich möchte Herrn Abends kurz vorstellen. Er ist 1937 in Winterthur geboren als Sohn eines Lehrers. Er hat dann dort die Matura gemacht, also Griechisch-Latein, eine wirklich klassische Ausbildung, hat an der HSG nachher Wirtschaft studiert, war auch in der London School of Economics während des Studiums im Ausland und hat dann zuerst in der Privatwirtschaft begonnen zu arbeiten bei den Gebrüder Sulzer und ist dann schon 1963 zur Helvetas gekommen. Die hieß damals noch Schweizerisches Hilfswerk für außereuropäische Gebiete. Und dort war er 10 Jahre lang bei Helvetas, davon 3 Jahre im Ausland, zuerst in Tunesien, glaube ich, ein kürzerer Einsatz, dann in Nepal 3 Jahre. Zusammen mit der Familie. Es gibt auch im Treppenhaus das zweitoberste Bild, haben wir aus einem anderen Bestand bekommen, weil wir relativ viel Material zur Entwicklungszusammenarbeit gesichert haben in den letzten Jahren. Da sieht man die Abschiedsfotografie der Familie Abends aus Nepal. Mit 4 Kindern, habe ich das richtig? Mit 3 Kindern, ja. Es sind viele Leute auf dem Bild, ich konnte nicht alle richtig zuordnen. Dann waren Sie eben nach der Rückkehr aus Nepal nochmal in der Direktion der Helvetas dann tätig. Als Geschäftsleiter, genau, war die Bezeichnung. Und dann in der Privatwirtschaft von 1974 bis 1977. Danach wurden Sie gewählt in den Stadtrat Winterthur, waren Vorsteher des Baudepartements. Und dann 1986 oder Ende 1985 kam der Ruf von der damaligen Bundesrätin Elisabeth Kopp als Delegierter für das Flüchtlingswesen, hieß es, glaube ich. Das waren sie dann bis 1993 und danach folgte der Abschied vom Bund und eine Tätigkeit als privater Berater mit einer eigenen Firma. Ich hoffe, ich habe das soweit richtig zusammengefasst. Als Chronologie ist ein reichhaltiges Leben, das natürlich nie in einem Interview einfach so oder in einem Zeitzeugenkolloquium geschildert werden kann. Wir haben allerdings, das kann ich auch sagen, schon 2 längere Gespräche geführt, meine Kollegin Franziska Scherli und ich zusammen mit Herrn Abends. Das ist ein Dokument, das wir auch fürs Archiv gemacht haben und heute mochten wir nochmal einen Teil biografischen Erfahrungen hier ins Zentrum stellen, nämlich vor allem die Zeit als Flüchtlingsdelegierter steht im Zentrum. Den Ablauf haben wir uns so gedacht, dass Herr Abends zuerst mal so ein Referat hält, etwas erzählt über seine Tätigkeit, sich vorstellt und dass es dann einen mittleren Teil gibt, in dem ich einige Fragen nochmal stelle und dann im dritten Teil geht das Mikrofon ins Publikum und Sie können gerne Ihre Fragen stellen. Gut. Sie haben das Wort. Danke, Dr. Spohler. Meine Damen und Herren, zunächst meinerseits herzlichen Dank für die liebenswürdige Einladung. Ich freue mich natürlich sehr, unter Ihnen einige mir wohlbekannte Gesichter zu sehen. Mitstreiter an vielen Fronten im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, der Flüchtlingszusammenarbeit, auch in neuesten Projekten, wie wir dann vielleicht noch hören werden, und auch Zentrum Minderheiten der Schweiz.
Also es gibt da zwischen Ihnen und mir einige sehr langjährige und beste Freundschaften. Ich freue mich sehr, dass Sie heute diesen Abend reserviert haben. Und ich hoffe, dass Sie auf die Rechnung kommen und ich Ihnen da einiges erzählen darf und kann. Und dann natürlich auch dann vor allem Ihre Fragen beantworten werde. Also, Herr Dr. Spuler hat es gesagt, er hat mich vor einiger Zeit angefragt, ob ich mein Archiv hier übergeben werde. Natürlich nur einschlägiges und interessantes. Mein Archiv umfasste mehrere Laufmeter und ich brauchte einfach einige Zeit, um zunächst Triage herzustellen und auszusortieren, was wirklich von Interesse sein könnte. Und das sind dann also eben vor allem Dokumente aus dem Bereich Entwicklungszusammenarbeit, humanitäre Hilfe, Asyl- und Flüchtlingspolitik. Und eigentlich erst die Auflösung meines Büros am Bahnhof Winterthur hat mich dann dazu gezwungen, wirklich diese Triage vorzunehmen und mir den Umzug in mein Homeoffice in Winterthur sehen zu erleichtern. Nun, das Archiv der Zeitgeschichte blickt naturgemäß auf die Vergangenheit zurück. Es heißt ja als Archiv für Zeitgeschichte, also auf bereits Geschehenes, davon kommt wahrscheinlich voraus zur Geschichte, oder? Und enthält in meinem Fall natürlich auch große Teile meines eigenen Lebenslaufs und meiner beruflichen und ehrenamtlichen Aktivitäten. Für das heutige Gespräch legte ich aber Wert darauf, auch einen Bezug zur Aktualität herstellen zu können und nicht nur eben über Vergangenes zu berichten, aber ich werde jetzt selbstverständlich damit beginnen. Ich denke, dass Sie die Aktualität noch mehr interessiert als der Rückblick auf eine Zeit, die jetzt doch bereits bald 30 Jahre zurückliegt. Ich möchte auch zu Beginn meiner Ausführungen festhalten, dass ich nicht gerne über mich selbst spreche. Denn vieles, was ich während nun gut 60 Jahren in der Öffentlichkeit, in der Zivilgesellschaft, in staatlichen Ämtern oder auch in der Privatwirtschaft bewirken oder bewegen konnte, gelang praktisch immer in Zusammenarbeit und durch Unterstützung von Mitarbeitenden, Teammitgliedern, Projektpartnern und manchmal auch durch günstige Umstände und etwas Glück. Nun, bevor ich dann eigentlich zum Kern des Referates komme, eben vom Flüchtlingsdelegierten zum Direktor des BFF, doch ein paar Vorbemerkungen. Es gibt nämlich Dinge, die haben mich irgendwie vor dieser Zeit vorgeprägt. Also mit Jahrgang 37 war ich natürlich Primarschüler während der Zeit des Zweiten Weltkrieges und meine Mutter beherbergte unter anderem Flüchtlingskinder in Winterthur des Schweizerischen Roten Kreuzes. Und wir beherbergten unter anderem auch bei uns zu Hause zwei polnische internierte Offiziere. Das waren so erste frühe Kindheitserlebnisse. Und für mich ist diese Zeit immer noch gegenwärtig, als sei es gestern gewesen. Dann kam etwas später der ungarische Volksaufstand 1956. Da flohen natürlich auch viele ungarische Studenten in die Schweiz und an der Universität St. Gallen bildeten wir ein Komitee für die ungarischen Flüchtlingsstudenten nebst Zürich, Bern und Uni Fribourg. Mit diesen Universitäten und Kolleginnen und Kollegen haben wir damals auch zusammengearbeitet. Da bin ich im Frühjahr 1957 als Mitarbeiter des IKRK nach Budapest gegangen. Zunächst in den Semesterferien, aber habe dann verlängert und blieb dann so rund 8 Wochen in Budapest und habe dort beim IKRK unmittelbar neben dem immer wieder porträtierten Parlamentsgebäude, dem schönen Parlamentsgebäude, ein Büro gehabt für Auskünfte zur Familienzusammenführung, also der Suchdienst des IKRK, der ja für viele wieder die Zusammenführung mit den Familien auch von Flüchtlingsstudenten ermöglichte. Und nebenbei habe ich dann von meinem Vorgänger, der Arzt war, noch eine kleine Apotheke geführt, als Nicht-Apotheker. Aber die wichtigsten
Medikamente konnten wir doch ohne Rezepte abgeben. Dann folgte etwas später, also in den Jahren 64 bis 67, ein Programm zur Wiedereingliederung von rund 10.000 tibetischen Flüchtlingen in Nepal. Ein Programm, das der Bund, die DEZA damals, oder der DFDZ, wie er hieß, unter der Leitung des damaligen Botschafters Lind, August Lind. Und die DEZA übernahm dann dieses humanitäre Ansiedlungsprojekt des IKRK und führte es weiter. Und ich hatte den Auftrag, dann daraus eigentlich ein Entwicklungsprojekt zu kreieren. Und diese Tibeter in verschiedenen Siedlungen in ganz Nepal anzusiedeln, also Dörfer zu bauen, Schulen, Dispensarien bis zu Old Age Homes und dann natürlich vor allem auch Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen. Wir haben dann hierfür den heute immer noch bekannten Tibeterteppich entwickelt und viele Handicraftzentren aufgebaut und die Tibeter Frauen, aber auch zum Teil Jugendliche, im Teppichknüpfen ausgebildet. Daneben gab es auch Landwirtschaftsprojekte, also von Hühnerfarmen bis zur Kartoffelproduktion. Aber das war der Beginn eigentlich des Tibeterteppichs und wir haben dann sehr schnell auch diese Teppiche exportieren können, haben das lanciert in der Schweiz, über das Freilager Zürich, dann nach Deutschland, dann nach England bis USA und die Tibeterteppiche werden heute noch verkauft. Viele Jahre später war das wahrscheinlich eines der wirtschaftlich erfolgreichsten Entwicklungsprojekte überhaupt, denn es gab eines Tages in Nepal mindestens 150 bis 200.000 Tibeter und Nepali, Sherpas natürlich auch, die diese Tibeter-Teppiche produzierten. Und der Exporterlös war der zweitgrößte Devisenverdiener Nepals nebst dem Tourismus während einiger Zeit. Also ich denke, wir haben dort eigentlich ein sehr schönes Projekt beginnen können. Und ich musste aber dann leider nach 3 Jahren in die Schweiz zurück, weil ich die Zentralschule zu absolvieren hatte und ich Aufgebote hatte, als Kompaniekommandant in die Schweizer Armee einzurücken. Und so mussten wir dann eben Abschied nehmen mit dem bekannten Bild, das sie in der Treppe findet. Ich sehe dort aus, ungefähr wie ein Schwingerkönig, bekränzt mit Blumen, wie das eben so der Brauch ist, wenn man sich gegenseitig begrüßt in Nepal oder verabschiedet. Dann vielleicht eine weitere Etappe. Also Sie wissen, dass in 1951 die UNO-Flüchtlingskonvention unterzeichnet wurde und die Schweiz hat sich dann eigentlich sehr schnell dieser UNO-Flüchtlingskonvention angeschlossen und nahm dann in der Folge aufgrund dieser Konvention in verschiedenen Etappen größere humanitäre Flüchtlingskontingente auf. Also 1956 haben wir schon gesagt, die Ungarn, später ab den 60er Jahren auch die Tibeter, bis zu 1000 damals und schließlich 68 Tschechei. Also das waren so die ersten heute noch gut bekannten und heute auch bestens integrierten Flüchtlingsgruppen in der Schweiz. Dann soweit also die Vorgeschichte und irgendwo haben mich alle diese Aktivitäten und Erlebnisse doch etwas vorgeprägt und möglicherweise war das auch der Grund, weshalb dann Elisabeth Kopp dachte, ich könnte mich eignen für den ersten Delegierten für das Flüchtlingswesen. Nach 9 Jahren Stadtratszeit, Herr Spuhler hat es gesagt, also war dann 1985 kam die Anfrage und 86 begann ich den Aufbau dieses neuen Führungsbereiches, der eben Delegierter für das Flüchtlingswesen hieß.
während dieser Zeit eine enge Zusammenarbeit natürlich mit Elisabeth Kopp. Und wir hatten auch gemeinsam dann, mussten wir vor der PUC antreten und Brigitta Gadient war unter anderem die Protokollführerin dieser PUC-ELPD. Damals, das war unsere erste Begegnung, aber eine gute Begegnung, an die ich mich immer noch heute freue. Dann 1981 war ja das erste schweizerische Asylgesetz in Kraft getreten und als eigentlich direkte Folge davon gab es nunmehr primär nicht mehr Flüchtlingskontingente, sondern, oder nur noch mit wenigen Ausnahmen später, sondern es begann die Einzelfallprüfung von Asylgesuchen. Und zunächst nach der Inkraftsetzung war hierfür im EJPD das Bundesamt für Polizeiwesen zuständig. In diesem Bundesgesetz wurde die Definition eines Flüchtlings praktisch aus der Flüchtlingskonvention übernommen, nicht gerade wortwörtlich, aber sinngemäß. Und ich lege Wert darauf, das einmal zu zitieren, weil heute wird ja immer wieder von Flüchtlingen gesprochen, bis hin zu Wirtschaftsflüchtlingen und weiß ich was. Aber ich sage Ihnen jetzt, was im Asylgesetz steht. Und so gilt es auch heute noch. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Es gelten als ernsthafte Nachteile namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Maßnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. Das kam, dieser Absatz kam erst später dazu. Also es geht bei den Flüchtlingen, wer als Flüchtling anerkannt werden will, muss diese Kriterien erfüllen. Und nicht jeder Asylsuchende ist eben ein Flüchtling. Und auch schon gar nicht irgendwie Asylant oder was wir immer diese despektierlichen Begriffe heute gebraucht werden. Aber es sind eben nicht alles Flüchtlinge, die ein Asylgesuch einreichen. Und wer nicht als Flüchtling anerkannt werden kann, gestützt auf diese Kriterien und nach einem langen Prozedere, das bis vor kurzem unter Umständen mehrere Jahre dauern konnte, der muss, wird aus der Schweiz weggewiesen. Es sei denn, nach heutiger Praxis, er ist schon einige Jahre in der Schweiz im Asylverfahren und kann dann allenfalls vorläufig aufgenommen werden. Das einfach, glaube ich, als, ist wichtig für das ganze Verständnis der schweizerischen Asyl- und Flüchtlingspolitik und man muss das immer wieder vor Augen führen. Dann also in der ersten Zeit bis Mitte der 80er Jahre gab es eben eine erste Zunahme dieser Asylgesuche, gestützt jetzt auf das neue Asylgesetz. Damals vor allem Chilenen, inklusive Kirchenbesetzungen. Herr Rusterholz erinnert sich noch vielleicht daran. Dann auch einzelne Afrikaner und zunehmend Kurden aus der Türkei. Und ab Mitte der 80er Jahre hatte ich dann eben vom Bundesamt für Polizei rund 50 Mitarbeitende zu übernehmen und einen neuen Führungsbereich im EJPD aufzubauen. Und bereits zu Beginn hatten wir einen Pendenzenberg von unerledigten Gesuchen, von über 30.000 Gesuchen geerbt und mussten ihn abtragen. Und deshalb begannen wir dann Leistungsziele zu formulieren. Damals galt pro Mitarbeiter mindestens 3 Gesuche pro Woche zu erledigen, also erstinstanzlich. Das hat natürlich die Mitarbeiter stark gefordert, aber mich auch. Und selbstverständlich mussten wir sehr rasch auch neue Mitarbeiter rekrutieren. Das waren dann zum Teil Absolventen, Juristen und Ethnologen und Soziologen und Politologen, die von der Universität kamen, aber noch keine Verwaltungspraxis hatten. Die waren alle auszubilden. Aber insgesamt, darf ich sagen, hatten wir eine fantastische Mannschaft und Frauschaft in diesem Bundesamt.
in diesem DFW aufbauen können, erhielt dann auch vom Bundesrat und vom Parlament jeweils rasch rasch benötigte Mittel. Und das Jahresbudget betrug dann schnell einmal gegen 500 Millionen. Heute sind es allerdings wesentlich mehr, bei ungefähr der gleichen Zahl von Asylgesuchen wie damals. Ab Mitte der 80er Jahre nahmen dann vor allem die Asylgesuche von Tamilen und weiterhin Türken und zunehmend auch von Afrikanern zu. Es waren Empfangsstellen zu errichten in Chiasso, in Kreuzlingen, in Basel und Genf. Das gab es nicht. Wir haben das neu eingerichtet, mussten auch dort Mitarbeiter abstellen und bauliche Einrichtungen vornehmen. Es gab auch Zeiten, da mussten wir improvisieren. Ich habe einmal ein Zirkuszelt aufgestellt in Kreuzlingen und ein andermal ein Schiff gechartert auf dem Rhein, um vorübergehend diese Asylsuchenden unterzubringen. Das hat natürlich auch dann ziemlich für Kritik gesorgt, aber wir mussten ja Probleme lösen. Dann waren selbstverständlich auch die Zusammenarbeit mit den Kantonen und den Gemeinden zu intensivieren. Die mussten ja alle Asylunterkünfte bereitstellen. Das hat in der Regel gut geklappt, aber wenn auch Unterkünfte bereitstanden, so waren Gemeinden oft dann nicht einverstanden, nun 100 oder 200 Flüchtlinge oder Asylsuchende aufzunehmen. Da gab es dramatische Erlebnisse. Ich erinnere mich an Melchtal. Als ich eines Tages dort im Melchtal 200 Kurden unterbringen wollte und da war also die ganze Bevölkerung anwesend in einer Turnhalle und stritt da mit mir, ob jetzt diese Asylsuchenden nach Melchtal kommen dürfen. Ich habe dann gesagt, ich komme jetzt heute nicht mit der Hellebarde, sondern mit der Bibel zu Ihnen, untersuche Sie wirklich, diese Menschen aufzunehmen. Und wenn Sie einverstanden sind, dann machen wir einen Kompromiss. Ich bringe Ihnen nur 150 statt 200 und ich sage Ihnen heute schon, Sie werden mit diesen Kurden noch Weihnachten feiern. Und so wurde es auch dann. Dann mussten wir selbstverständlich auch in die Zukunft schauen. Wie kann das weitergehen? Wir bilden dann eine interdepartementale Strategiegruppe für eine Flüchtlings- und Asylpolitik der 90er Jahre, nahmen auch zivilgesellschaftliche Vertreter in diese Gruppe auf, wurde eine sehr kreative Gruppe, also da gab es, da war unter anderem auch Mario Corti dabei und als BAWI-Direktor und Walter Schmid von der Flüchtlingshilfe, aber natürlich auch die Leute vom Bundesamt für Ausländerfragen. So haben wir also dann diese Strategie entwickelt und das hat dann doch auch einige Zeit so gehalten. Bereits 1989 große zweite Asylgesetzrevision und damit wurde dann das Bundesamt für Flüchtlinge gegründet und ich durfte dann die Direktion übernehmen. Zu Beginn der 90er Jahre, da erinnern Sie sich noch bestens, Balkankrieg, es kamen mehr und mehr Flüchtlinge aus Ex-Jugoslawien. Erstmals hatten wir damals gegen 40.000 Asylgesuche entgegenzunehmen, also mehr als zur Zeit der Flüchtlingskrise, auf die ich noch zu sprechen komme. Ich habe dann damals Bundesrat Kohler gesagt, nehmen wir doch 2000 Bosnier auf als Flüchtlingskontingent. Sie haben diese Möglichkeit. Das entspricht auch unserer früheren Tradition. Und der Noldi Kohler hat mir gesagt, Sie sind ja verrückt, das geht doch nicht, werden wir nie schaffen, oder kriegen das im Bundesrat nicht durch. Letztlich haben wir da 12.000 Bosnier aufgenommen. Dann also bereits ein paar Monate vorher der Rücktritt von Elisabeth Kopp und ich fand in Noldi Kohler eigentlich einen wiederum sehr weisen und konstruktiven Vorgesetzten, mit dem ich zeitenweise wegen verschiedenen Temperamenten etwas Kritz hatte, aber wir haben das nie nachgetragen. Es waren immer sachliche Auseinandersetzungen. Und ich bin heute noch mit Noldi Kohler befreundet. Dann während dieser Zeit starker Ausbau der internationalen Zusammenarbeit. Wir haben zweimal im Jahr intensive Konsultationen im Flüchtlings-, Asyl- und Migrationsbereich durchgeführt mit allen europäischen Staaten, also den Innenministerien,
zuständig für die Asyl- und Flüchtlingspolitik, sowie mit den klassischen Einwanderungsländern Australien, Kanada und USA. Und da gab es immer wieder Konferenzen, entweder in Berlin oder in Ottawa oder in Wien oder in Oslo und zeitweise auch in der Schweiz. Und dieses Instrument ermöglichte uns einen Erfahrungsaustausch unter den Asylbehörden Europas. Wir konnten dort sehr viel Einfluss nehmen, haben auch neue Instrumente entwickelt und das hat dann dazu geführt, dass unsere Nachbarstaaten das eine und andere in ihre Asylgesetzgebung aufnahmen. In diese Zeit dann, zu Beginn der 90er Jahre, fällt dann auch die Ihnen wahrscheinlich noch bekannte Zusammenarbeit mit dem Berner Arzt Peter Zuber von der AA-Organisation Asilo. Peter Zuber hat sich stark engagiert für abgewiesene Asylsuchende, also vor allem während dieser Zeit Tamilen, aber auch andere. Und er hat dann den Dialog mit mir gesucht und ich habe ihn mit ihm weitergepflegt. Und so haben wir hunderte von Dossiers zusammen noch einmal angeschaut, vor allem Dossiers, von denen ich auch den Eindruck hatte, da ist den Asylsuchenden oder der Asylsuchenden nicht ganz gerecht geworden. Und wir haben dann gemeinsam so nach Lösungen geführt und intern habe ich dann eine Härtefallgruppe eingesetzt von 5 Mitarbeitenden, die mir sehr loyal waren und auch das Herz am richtigen Fleck hatten. Und so konnten wir dann auch einige vielleicht bürokratische Entscheide wesentlich menschlicher umsetzen. Dann bekam natürlich auch die aggressive Medienkritik. Also ich habe ja immer sehr transparent orientiert. Alle 3 Monate haben wir alle Asylgesuchszahlen veröffentlicht, Pressekonferenzen gemacht und auch über die Fortschritte und die Rückschritte in den ganzen Asylprozessen und in der Asylpolitik orientiert. Und da gab es zeitenweise heftige Kritik, auch unter Dokumentation von Einzelfällen. Die Welschen haben mich mal als Asylbrigadier bezeichnet, oder? Galuri Sigrist, oder? Und es gab sogar auch Morddrohungen, oder? Oder hatte einmal während mindestens 4 Wochen eine Morddrohung von Kurden. Das hat dann dazu geführt, dass ich meine Wohnung in Bern armieren musste. Aber Personenschutz habe ich abgelehnt, weil man da nur aufmerksam wird. Und dann eben Mitte 93 mein Rücktritt. Noldi Kohler hatte den Eindruck, 7 Jahre sind genug und ich auch. Aber er hat mir dann den Ausstieg erleichtert, indem er mir den Auftrag gab, eine schweizerische Migrationspolitik zu entwerfen. Das war natürlich ein spannender Auftrag. Aber er hat mir also ziemlich enge Rahmenbedingungen gesetzt. Er hat gesagt, das müssen Sie in 6 Monaten erledigen. Ich will einen vollständigen Entwurf in 6 Monaten. Und Sie können an der Montbijoux-Straße ein Büro beziehen und sich dort installieren. Und dann erwarte ich gerne Ihre Vorschläge. Dieser Bericht wurde dann auch diskutiert, unter anderem auch an der Uni Bern und veröffentlicht. Und ich glaube, 2 Vorschläge, die mir heute noch eigentlich, auf die ich heute noch etwas stolz bin. Das eine war das ein 2-Kreise-Modell für die Immigration. Erster Kreis damals schon vorgeschlagen, Personenfreizügigkeit für Binnenmigranten innerhalb Europas. 2. Kreis, selektive Aufnahmekriterien für Wirtschaftsmigranten nach einem ähnlichen Punktesystem, wie es Kanada kennt, für Personen aus Drittländern. Und dann ein weiterer Vorschlag war ein Zusammenlegen, eine Fusion des Bundesamtes für Flüchtlinge mit dem Bundesamt für Ausländerfragen zu einem Bundesamt für Migration. Noldi Kohler hatte dann noch nicht den Mut, diesen Vorschlag zu realisieren.
Und interessanterweise hat dann erst Christoph Blocher einige Jahre später diese Fusion vollzogen. Und heute haben wir ein, das Staatssekretariat für Migration, ein großes, eine große Gruppe innerhalb des EJPD. Soweit also ganz kurzer Überblick und ein paar Highlights da aus dieser Zeit. Und nun vielleicht noch ein paar Bemerkungen. Haben wir noch etwas Zeit? Oh ja. Der Zeit nach 1993. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, die Asyl-, Flüchtlings- und Migrationsprobleme haben mich seither nicht losgelassen. Genau auch wie die Entwicklungszusammenarbeit und auch die Sicherheitspolitik nicht. Das sind so meine drei Kernthemen. Und ich durfte dann im Auftrag der Stadt Zürich die Projektleitung zur Ausgliederung der Asylorganisation aus der Stadtverwaltung zu einer selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt mit einem starken Fokus auf Integration übernehmen. Und nach dem Volksentscheid durch die Stadt Zürich wurde die AOZ gegründet als eine solche Anstalt. Und ich durfte dann im ersten Verwaltungsrat mitwirken und nach dem Rücktritt von Monika Stocker auch das Präsidium für einige Jahre übernehmen. Und dann 2009 haben wir mit ehemaligen BFF-Direktoren und später Staatssekretär im SECO, Jean-Daniel Gerber, und dem späteren Botschafter für internationale Migrationsfragen, dem Edi Knesa, ein Projekt entwickelt zur Reintegration von abgewiesenen Asylsuchenden und Sans-Papiers im Herkunftsland. Und später wurde daraus ein Verein, der bis heute besteht. Und ich darf sagen, dass wir bis heute zusammen mit dem Service Social International in Genf über 1000 Personen und Familien wieder in gegen 60 verschiedenen Ländern reintegriert haben und mit einer hohen Erfolgsquote. Also ich denke, das ist eine Möglichkeit, auch ein Beispiel, wie man auch mit abgewiesenen Asylsuchenden umgehen kann, die in der Schweiz keine Chance zur Integration haben und vielleicht schon negativ geprägt sind, aber die Möglichkeit haben, eben gestützt auf ein kleines Projekt bis zu einem kleinen Businessplan, wieder eine eigene Existenz zu Hause aufzubauen. Und es gibt auch da Menschen unter Ihnen, die diesen Verein sehr unterstützen. Ich nenne jetzt keine Namen. Danke herzlich. Also, jetzt die Entwicklungen nachher. Also eigentlich Aktuelles aus der Asyl-, Flüchtlings- und Migrationspolitik. Sie erinnern sich dann an die späten 90er Jahre, Kosovo-Krieg, Spitzenwert bis heute mit gegen 47.000 Asylgesuchen, dann 2015 die sogenannte Flüchtlingskrise, ich sage bewusst sogenannte Flüchtlingskrise, denn ich denke, es war eigentlich eine politische, eine innenpolitische Krise der Aufnahmeländer. Aber die Zahl und die Herkunft der Asylsuchenden und Flüchtlinge hat sich geändert. Es kamen mehr und mehr Syrer, Iraker, Eritreer, Afghanen und während einer gewissen Zeit auch viele junge Tunesier und Nigerianer. Aber wie wir wissen, tat und tut sich die EU schwer mit den Flüchtlingsströmen und der illegalen Wirtschaftsmigration über das Asylverfahren. Kennt keinen solidarischen Verteilschlüssel für Asylsuchende nach einem vorgegebenen Kriterien. Und das führt natürlich dann eben zu starken Überlastungen der Mittelmeeranrainerstaaten. Zunächst war es Spanien, dann Griechenland und heute mehr und mehr auch Italien. Und was erleben wir heute nun? Zunehmende Abschottungstendenzen, beginnen mit Viktor Orban in Ungarn und dann den übrigen Visegrad-Staaten und sogar Österreich hat sich dieser repressiven Asylpolitik angeschlossen. Wir wissen aber auch, dass mit einem Deal der EU, mit der Türkei die Fluchtroute über den Balkan unterbrochen werden konnte. Die EU zahlt der Türkei hierfür nach wie vor jährlich rund 3 Milliarden Euro, damit die Türkei
diese rund 2,5 Millionen Syrer und Iraker bei sich beherbergt. Aber es ist natürlich eigentlich ein Schwarz-Peter-Spiel. Und das hat dann so geführt, dass die Fluchtroute über das Mittelmeer immer akuter wurde, mit Tausenden von Menschen, die ertranken, mit den Rettungsaktionen über das Mittelmeer, die auch wieder nicht weitergeführt werden heute aufgrund des politischen Drucks. Und nun wird versucht, also die libysche Küstenwache zu verstärken und den Libyern also auch die Aufnahme und die weitere Beherbergung zuzumuten, im vollen Bewusstsein, dass diese Menschen in Libyen ein ganz trauriges Schicksal erleiden, auch ausgebeutet werden. Gleichzeitig verstärkt nun die EU mit Frontex die Außengrenzen. Frontex nehmen wir also auch mit schweizerischen Grenzwächtern teil und die bearbeiten zum Teil auch Asylgesuche an den Außengrenzen der EU. Aber überall werden und wurden die Asylgesetze verschärft und wie Sie wissen, sind ja die Nationalstaaten in der EU weiterhin zuständig für die Asylpolitik. Schließlich zwei jüngere Ereignisse aktuell in der Schweiz. Wir setzen uns weiterhin noch mit dem UNO-Migrationspakt auseinander. Ein Pakt, den die Schweiz wirklich unterstützen sollte. Und Edi Knesa hat sich dafür schon stark auch innenpolitisch eingesetzt, aber bisher ohne Erfolg. Also wir haben den UNO-Migrationspakt noch nicht unterschrieben. Aber das Positive ist, dass nun seit dem 1. März 2019 die 12. Asylgesetzrevision in Kraft ist und diese mit einer großen Mehrheit in einer Volksabstimmung angenommen wurde. Dieses Asylgesetz ist meines Erachtens eine ausgezeichnete Vorlage, aber hat natürlich auch wieder viele Konsequenzen. Die Neuverteilung der Aufgaben zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden. Es werden die ehemaligen Empfangsstellen werden neu in Empfangs- und Verfahrenszentren des Bundes und werden noch ausgebaut. Ziel mit innerhalb 140 Tagen einen erstinstanzlichen Asylentscheid zustande zu bringen und dafür aber eine unentgeltliche Rechtsberatung anzubieten. Der Bund erhöht für die Erstaufnahme seine Unterbringungskapazität auf 5000 Plätze. Die sind beinahe erreicht mit verschiedenen Zentren in der ganzen Schweiz. Und Asylsuchende werden eigentlich erst auf die Kantone verteilt nach einem positiven Asylentscheid oder nach vorläufiger Aufnahme. Und ein weiteres positives Signal ist, denke ich, dass das EOPD nun beschlossen hat, inskünftig pro Person zu integrierende Person den Kantonen und Gemeinden jährlich nicht 6.000, sondern 18.000 Franken zu überweisen. Und das wird sicher die Integrationsanstrengungen ganz wesentlich verstärken. Ich erinnere mich noch, als Fulvio Caccia noch Präsident der Ausländerkommission war, im 1985 bis 90 und sein Caterum Kenseo war, wann wird der Bund endlich etwas bezahlen für die Integration von Flüchtlingen und Ausländern. Damals kein Franken aus einem Bundesbudget für die Integration. Und das ist doch eigentlich das Entscheidende, damit wir in Anstand mit unserer ausländischen Wohnbevölkerung zusammenleben können. Und jetzt gestatten Sie mir noch einen ganz aktuellen Hinweis, weil er mir am Herzen liegt. Ich werde aber nicht politisch werden. Aber Sie werden am 19. Mai unter anderem über das mit der EU ausgehandelte Schweizerische Waffengesetz abstimmen. Und wenn dieses Waffengesetz abgelehnt wird, gefährden wir die Zusammenarbeit mit Schengen und Dublin. Und wenn wir nicht mehr im Dublin-Abkommen dabei sein können, und darum sage ich es, dann heißt das für uns mindestens 10.000 zusätzliche Asylgesuche, die zu bearbeiten sind. Also, weil
heute nach dem Dublin-Abkommen wir Asylsuchende, die bereits ein Erstasylgesuch in einem anderen europäischen Land eingereicht haben, wieder zurückführen können. Also Dublin eindeutig im Interesse, auch im Interesse der Schweiz. Und es funktioniert viel besser, als man gelegentlich den Medien entnehmen kann oder einzelnen politischen Vorstößen. Dass die grenzpolizeiliche Sicherheitszusammenarbeit mit allen europäischen Staaten gefährdet wäre, wenn wir bei Schengen nicht mehr mitmachen können, das versteht sich von selbst. Ja, wie sieht es dann aus in der Zukunft? Das ist Kaffeesatzlesen, aber Sie sind alle gebildete Staatsbürger und lesen nicht nur die Presse, sondern machen sich selbst Gedanken über die Zukunft unseres Globus. Ich glaube, es ist so klar wie das Amen in der Kirche. Wir werden auch in der Zukunft politische Instabilität haben in vielen Ländern, schlechte Regierungsführung in vielen Ländern des Südens, aber auch zum Teil in Europa. Und weiterhin natürlich starke Bevölkerungsentwicklung in Afrika. Also die Prognosen gehen heute schon bis 2050 auf 2,5 Milliarden. Also wird Afrika als Kontinent wird dann ungefähr gleich viele Einwohner haben wie heute China und Indien zusammen. Dann stellen wir auch heute, nicht nur wegen des Medienhypes, die negativen Folgen des Klimawandels fest. Da sind leider vor allem wieder die ärmeren Länder des Südens betroffen, also auch wieder Afrika, mehr Dürren, aber auch wieder Überschwemmungen, negativ und der Ansteigen des Meeresspiegels, der zur Vertreibung zur internen Vertreibung führen muss, wenn ganze Landstriche im Meer versinken. Also es ist eigentlich so, ja, es ist so klar, wir werden leider mit zusätzlich internen Vertriebenen rechnen müssen, auch in Zukunft mit Flucht- und Migrationsbewegungen, vor allem innerhalb, aber auch außerhalb der Regionen. Aber vergessen wir nicht, die Hauptlast aller Migrationen und Vertreibungen tragen die Regionen selbst. Also ein Bruchteil dieser Flüchtlinge, Migranten, Vertriebenen, Schutzbedürftigen kommt ja letztlich nach Europa. Also das, glaube ich, braucht wenig Fantasie, um dieses Zukunftsszenario einigermaßen so zu skizzieren. Das heißt eben für uns, der wirtschaftliche Migrationsdruck wird auch in Europa anhalten. Die Flüchtlingsströme werden volatil bleiben, hängen stark von neuen oder bestehenden Krisen und Krisengebieten in Staaten mit politischer Unterdrückung an. Und Sie wissen ja, dass Bürgerkriege in der Regel ungefähr eine Generation dauern. Also wir haben das zu Genüge schon erlebt. Also wenn heute ein neuer Bürgerkrieg irgendwo entsteht, so müssen wir damit rechnen, dass er 20 bis 25 Jahre anhält, bis sich letztlich die Lage beruhigt oder normalisiert hat. Das jetzt, meine Damen und Herren, mal ein erster Überblick. Jetzt habe ich vielleicht schon zu lange gesprochen, aber nun ist, glaube ich, Dr. Spuhler am Zug, um mir ein paar Fragen zu stellen. Ganz herzlichen Dank. Es war länger als abgemacht, aber Sie haben auch schon ganz viele meiner Fragen beantwortet. So, dass ich mich auf drei oder vier Fragen konzentriere, auch noch einmal, um den Horizont der möglichen Fragen zu zeigen. Das sind sehr verschiedene Fragen, die ich mir überlegt habe. Die eine ist nochmal, wenn Sie zurückblicken auf Ihr Leben, oder? Das sind ja sehr vielfältige Tätigkeiten. Sie hätten auch in der Privatwirtschaft Karriere machen können oder in der Politik. In der Armee, das haben wir gar nicht groß erwähnt, haben Sie ja auch sehr weit gebracht. Wenn Sie jetzt überlegen, gibt es eigentlich etwas, das diese vielfältigen Tätigkeiten irgendwie zusammenhält? Also Sachen, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Oder ist das eigentlich einfach reiner Zufall, was Sie gemacht haben? So eine
gebe zu, eine etwas abstrakte Frage, aber versuche mir so aufgedacht, was ja ein Versuch. Versuche sie konkret zu beantworten. Nein, das ist natürlich, das ist nicht zufällig. Also natürlich gibt das Ganze letztlich ein Mosaik, aber eigentlich meine Motivation war immer, etwas im weitesten Sinne für die Öffentlichkeit zu tun und nicht nur einfach Geld zu verdienen. Natürlich braucht man Geld und wenn man eine Familie hat, dann muss die überleben können. Aber das war nie mein Ehrgeiz, ein reicher Wirtschaftsboss zu werden. Und schon gar nicht ein Bankier. Also, und das hat dann natürlich dazu geführt, dass ich eben einerseits mich für die Entwicklungszusammenarbeit engagiert habe. Daraus entstand natürlich dann indirekt wieder die ganze humanitäre Arbeit und Flüchtlingshilfe. Ich war auch 2x4 Jahre im IKRK mit Dani Dürer zusammen. Und die Sicherheitspolitik, die hat mich immer fasziniert. Nicht nur als seinerzeitiger Präsident des SAD mit Hans Ulmer, der auch unter uns ist, sondern natürlich auch als Offizier, als Milizoffizier. Und ich bin auch heute noch überzeugt, die Schweiz braucht eine Armee und diese Armee funktioniert nur dann, wenn wir uns aktiv dort engagieren und das Milizsystem weiterhin funktioniert. Und meine, wenn Sie heute in die sicherheitspolitische Landschaft schauen, also die Zeichen stehen eher wieder langsam, aber sicher auf Sturm. Also ich sage jetzt das ganz, ganz ehrlich, also ich glaube nicht mehr an den ewigen Frieden auf unserem Globus, abgesehen von internen Konflikten, sondern wenn Sie da die Zeichen der Zeit sehen, also Stichwort zunehmende Aggressivität Russlands und Chinas und so weiter, also wir wollen es nicht beschönigen. Das heißt eben, bleiben wir auch gewappnet. Gut, die zweite Frage ist, Sie waren ja als Delegierter für das Flüchtlingswesen und dann als Direktor des Bundesamtes sehr heftige Kritik ausgesetzt. Von welchen Seiten eigentlich, wer waren die heftigsten Kritiker? Sie haben vorher von Morddrohungen von Kurden gesprochen, ja. Aber das wusste ich nicht. Aber wer waren eigentlich die größten, ja, sag ich jetzt, Gegner oder Kritiker oder Bedrohungen? Gut, es waren, ich meine, von Bedrohungen möchte ich jetzt nicht sagen, abgesehen, dass eben auch so in Auseinandersetzungen in Sälen mit Gemeinden, da mal hier und da wird einer ruft, ja, der Strumpel, habe ich dann schon bereits, Arbeitszelt, so weiter. Gesagt, ja, ich auch. und aber ich meine, die Kritik, die kam ja vor allem natürlich aus den Medien, oder? Und da gab es ja genügend Einzelfälle, die man hochstilisieren konnte und das quasi pars pro toto dann gesagt, so ist die schweizerische Asylpolitik. Oder? Da gab es natürlich auch Ausschaffungen, aber wissen Sie, wenn Sie ein Asylgesetz zu vollziehen haben und wenn Sie dann einzelne Asylbewerber mit einzelnen Asylbewerbern konfrontiert sind, die vielleicht 5, 10 Jahre in der Schweiz sind und schon 2 Millionen Sozialhilfe gekostet haben, irgendwann geht dann der Krug zum Brunnen, bis er bricht, oder? Mhm. Und da musste ich manchmal auch manu militare Ausschaffungen vornehmen. Mhm. Und das hat natürlich zu ganz bösen Kritiken geführt, obwohl so letztlich ganz klar war, dass wir das tun mussten. Mhm. Und natürlich die große Mehrheit das auch unterstützte. Also da waren die beiden berühmten Fälle, der Massa und der Müse, oder? Der Massa war ein Kongolese, der wollte ein Flugzeug entführen in Genf und der damalige Justizdirektor hat mich auf den Knien gebeten, diesen Massa auszuschaffen. Nur stand er dann nicht mehr dazu, als ich das dann machte, oder? Und der Müse, Professor an der Uni Neuenburg, oder war 11 Jahre in der Schweiz, ohne Aufenthaltsbewilligung, immer geduldet. Nach 11 Jahren hat er ein Asylgesuch eingereicht und letztlich mit dem Botschaftswagen der kongolesischen Botschaft umgezogen in den Jura. Oder? Und dort habe ich ihn dann gefunden. Und dann natürlich wurde er rausgeschafft. Das waren dramatische Ereignisse und das musste man eben auch tun. Oder? Das hat natürlich Kritik eingebracht.
Aber die Kritik kam vor allem ja, von der Romandie, also 24 Heures, Le Matin, Tribune de Genève, aber natürlich auch Tagesanzeiger und so. Aber tant pis, das war so, mit dem musste ich leben. Aber ich kann Ihnen sagen, als ich einmal sagte an einer Medienorientierung, meine Damen und Herren, jetzt legen Sie mal Ihre Bleistifte, Kugelschreiber ab, schließen Sie die Mikrofon und stellen Sie die Kamera ab. Jetzt werde ich Ihnen einfach mal sagen, wie meine persönliche Befindlichkeit ist. Ja, großes Staunen natürlich. Oder? Und dann habe ich eben den Leuten erklärt, was meine Aufgabe ist, was meine Verantwortung ist und was eben auch dazu gehört. Und im Übrigen sagte ich, und jetzt nehmen Sie mal auch zur Kenntnis, dass die Schweiz mittlerweile ein Einwanderungsland geworden ist, mehr und mehr. Und wir nicht nur ein Asylproblem haben, sondern auch ein Einwanderungsproblem. Und im Übrigen waren wir seit Jahrhunderten immer ein Ein- und Auswanderungsland. Und das hat dann irgendwie Klick gemacht. Und von diesem Moment wurde ich viel weniger kritisiert, vor allem auch von welcher Seite. Das war so ein Schlüsselerlebnis, oder? War doch spannend. Und einer der welschen Journalisten, der Barley, der hat eine ganze Sammlung wunderbarer Kritiken gezeichnet in diesen Jahren. Die machen mir heute noch Freude. Das würde aber heißen, die Kritik kam vor allem eher von den Befürwortern einer liberaleren Flüchtlingspolitik, weil Sie haben ja vorher auch gesagt, so in den Gemeinden, wenn Sie dann jemanden platzieren wollten, oder hat der Blick nicht auch gesagt, ja, das Bundesamt arbeitet zu langsam und bewältigt seine Aufgabe nicht? Und so war das nicht auch ein Kritikpunkt? Nein, eigentlich nicht. Und es gab ja auch immer die andere Seite. Ich meine, wir haben noch eine Untersuchung gemacht mit Professor Röglin über die Befindlichkeit der Schweiz und über die Stimmungslage. Oder? Und wir haben da klar herausgefunden, mindestens 40% der Bevölkerung steht bei uns zu einer menschlichen Asylpolitik. 40% auf der anderen Seite ist skeptisch bis ablehnend, möchte möglichst keine Ausländer in der Schweiz oder eine Plafonierung. Da kamen dann alle diese Initiativen später, die aber ja Gott sei Dank vom Volk abgelehnt wurden. Und irgendwo 20% Flugsand, die je nachdem die eine oder andere Seite greifen. Und ich denke, das ist heute noch beinahe so. Das ist heute noch so. Die Stimmung ist immer noch etwas geteilt und kritisch. Und selbstverständlich werden dann eben solche sogenannten Flüchtlingskrisen natürlich auch bei uns innenpolitisch hochgespielt. Frau Merkel wird heute noch angeklagt wegen ihrer Aussage, wir schaffen das. Sie hat es aber geschafft. Sie hat es aber geschafft. Nur nicht über Nacht, sondern mit der Zeit sind alle diese Asylgesuche in Deutschland bearbeitet und viele mussten das Deutschland wieder verlassen und in Schweden auch. Und wir hatten in dieser Zeit weniger Asylgesuche als zur Zeit des Bosnien- und Kosovo-Krieges. Also kein Grund für Alarmstimmung. Und dass gewisse Parteien immer noch die Asylpolitik und Ausländerpolitik politisch wahlkampfmäßig bewirtschaften, ich kann das nicht verstehen, aber ich glaube, sie haben auch nicht mehr so viel Erfolg damit. Oder? Damit wäre ich doch bei meiner letzten Frage jetzt zur Gegenwart, nämlich die große Mehrheit der Flüchtlinge weltweit ist ja gar nicht in einem Asylverfahren. Die leben in der Türkei, die leben im Libanon, in anderen Staaten. Und wir leisten uns hier eigentlich ein extrem aufwendiges Asylverfahren, das 100.000, oder Sie haben eine unglaubliche Zahl von 500 Millionen gesagt, also aber wir leisten uns da einen extremen Aufwand mit auch Rechtsvertretung und Rekursmöglichkeiten, um die Einzelfälle zu prüfen. Wäre es nicht eigentlich besser, das Asylgesetz eigentlich gar nicht aufzugeben und diese Mittel für einen ganz anderen Umgang mit Kontingenten oder mit einer anderen Art von Migrations- und Flüchtlingspolitik zu verfolgen? Ich glaube, da gibt es zwei Dinge. Als erstes sind wir ein Rechtsstaat, oder? Und wir haben ein Asylgesetz, wir haben auch in der Verfassung klare Bestimmungen. Und dieses Asylgesetz müssen wir anwenden, solange das Parlament nicht etwas anderes beschließt. Flüchtlingskontingente hatten wir früher, habe ich ausgeführt. Mhm. Und es gibt es zum Teil auch heute noch. Ich erinnere an das Syrer-Kontingent,
wo wir einzelne besonders verletzliche Personen aus dem Libanon und Jordanien im Rahmen eines Kontingentes übernehmen. Natürlich müssen sie auch identifiziert werden und der UNHCR macht eine Vorprüfung. Aber das ist durchaus eine Möglichkeit, um quasi in Ergänzung und zur Entlastung des Asylverfahrens etwas zu tun. Und selbstverständlich leisten wir auch humanitäre Hilfe in diesen Flüchtlingslagern in der Region. Aber das sind natürlich gemessen an den Bedürfnissen kleine Beiträge, auch wenn dann die Schweiz mal wieder 50 Millionen spricht. Aber was, die Bedürfnisse sind enorm und vom Wiederaufbau wollen wir gar nicht sprechen. Das sind dann schnell mal 100 Milliarden und nicht 500 Millionen, oder? Wie sie Syrien und den Irak wieder aufgebaut haben. Also da kommen noch viele Probleme auf uns zu. Aber ich denke nicht, dass man das so quasi sagen kann, ja, wir würden gescheiter. Aber besser wäre, wir würden endlich eine vernünftige Migrationspolitik formulieren. Das gibt es bis heute nicht, oder? Gibt es bis heute nicht. Wir tun es immer noch schwer mit der Einwanderung aus wirtschaftlichen Gründen. Obwohl wir ja wissen, dass auch bei uns viele Kategorien von Fachleuten fehlen. Und Deutschland ist bereits wieder daran, jetzt neue Fachleute zu finden und zu rekrutieren. Außerhalb Deutschlands. Da spielt die ganze demografische Entwicklung unserer Bevölkerung eine wichtige Rolle. Oder? Wir werden älter und bleiben länger gesund und ja, und das, aber der Nachwuchs wird immer etwas kleiner. Das ist natürlich so. Das ist ja vielleicht schön für diejenigen, die älter werden, aber wenn wir den Wohlstand und ein gewisses wirtschaftliches Wachstum beibehalten wollen, brauchen wir Nachwuchs. Sonst können wir dann unsere AHV gelegentlich ans Bein streichen. Ja. Gut, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, ich gebe jetzt gerne ins Publikum, dass Sie Fragen stellen können. Ich bitte einfach, wenn Sie jetzt. Bitte sagen Sie was den Namen, bevor Sie sprechen. Vivian Berg. Ich möchte gerade anknüpfen, nur bei dem Stichwort vernünftige Migrationspolitik. Können Sie genau sagen, was vernünftig ist? Ja gut, also das ist dann vielleicht meine Vernunft, oder? Also ich denke, wir haben auch in der Schweiz, in der hochentwickelten Wirtschaft mit hoher Technologie und hoher Informatisierung einen ausgewiesenen Bedarf nach Fachleuten. Nun kommen die sicher nicht aus Burkina Faso, aus dem Busch, so ausgebildet, wie wir sie benötigen. Aber wir rekrutieren viele Inder oder auch Chinesen oder Japaner und Menschen aus Osteuropa. Und die werden bei uns zusätzlich ausgebildet, die müssen sich auch sprachlich weiterbilden. Aber es gibt auch unter den Menschen in Burkina Faso und Benin, Mali äußerst intelligente Menschen, oder? Und viele von ihnen haben eine Mittelschule oder sogar ein Hochschulstudium absolviert. Aber wenn sie doch zu uns kommen, auch als Asylsuchenden, dann müssen sie vielleicht als Taxichauffeur arbeiten oder irgendwo putzen gehen, oder? Das ist natürlich Talentverschwendung, oder? Also solche Menschen sollten wir schneller identifizieren, aufnehmen und ihre Ausbildung fördern und ihre Integration, oder? Und wenn die schon hier sind, dann und nützlich sein können, und dann ist er für beiden geholfen. Aber über das hinaus, glaube ich, eben, ich habe es angedeutet, könnten wir eine eigentliche Einwanderungspolitik für Menschen aus Drittländern formulieren, aber da braucht es ganz klare Kriterien. Und das hat ja den Vorteil, wenn wir ausgebildete Fachkräfte in der Schweiz einwandern lassen, dass die schon ausgebildet sind. Das sind für wesentlich weniger Kosten für uns, sondern die Wirtschaft kann dann und auch unsere Gesellschaft davon profitieren. Aber es geht nicht darum zu sagen, wir müssen mal Hunderttausende jetzt von Afrikanern einwandern lassen und dann sehen wir weiter. Das ist keine Migrationspolitik. Aber es ist auch schlecht, dass Menschen aus Drittländern, aus Drittstaaten in ein Asylgesuch gezwungen werden,
weil wir kein anderes Instrument dafür haben und das die ganze Asylpolitik damit überlasten, statt ein neues Instrument zu finden oder ein neues Verfahren, das natürlich auch transparent sein muss und sicher auch für viele zeitlich limitiert. Da braucht es eben Abkommen, da braucht es unter anderem eben auch die Migrationspartnerschaften und Rückkehrabkommen und gegenseitige Verpflichtungen, die natürlich einzuhalten sind. Aber denken wir nicht der Rest, meine, diese Gastarbeiter im weitesten Sinne, die leisten ein Mehrfaches an sogenannten Remittances für ihre Bevölkerung zu Hause, als wir insgesamt an internationaler Zusammenarbeit in diesen Ländern beitragen. Sie mindestens dreimal mehr, oder? Dreimal mehr. Nicht nur für den Kosovo oder Bosnien, sondern auch für den Sudan, oder? Das sind gewaltige Summen. Also ich glaube, das wäre etwas, an dem wir politisch arbeiten müssten. Ruth Singer, haben Sie dann, wie Sie jetzt beruflich oder pensioniert da sind, die Möglichkeit, dort einzuwirken, dass so etwas geschaffen wird? Also ich bin ja nicht pensioniert, aber Rentenbezüger, oder? Ja, gut. Nein, wissen Sie, ich glaube, irgendwann muss man, glaube ich, auch bescheiden werden und sagen, na, jetzt sind andere Leute am Zug, oder? Aber versuche ich schon noch da und dort Einfluss zu nehmen und habe immer noch einen guten Rat zum SM, zum Mario Gatticher und auch früher noch zu Simonetta Sommaruga. Da treffen wir einander immer wieder zu kreativen Workshops oder Dinners und da kann man das eine oder andere Idee einbringen, aber die Gesetzesmaschinerie geht natürlich lange und ich mache nicht mehr Parteipolitik. Oder? Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele Samen streuen können. Ja, gut. Danke. Die dann aufgehen. Da braucht man einen guten Boden. Ja, das stimmt. Ja. Ich bin die Anna Gul. Als intensive Archivnutzerin frage ich Sie, welche Dokumente haben Sie aussortiert, die Sie nicht ins Archiv abliefern wollen? Ja, das sind vor allem Projekte aus der Privatwirtschaft. Oder? Und es gibt natürlich dann sehr viele öffentliche Mandate, die nicht in den Bereich dieses Themas gehören. Aber ich habe also nichts zu verbergen. Ich habe ja auch Aufbewahrungspflicht, oder? 10 Jahre mindestens, oder? Aber das war natürlich so viel, dass ich gar nicht nach Hause nehmen wollte. Also, ich habe ein bescheidenes Haus. Da gibt es nicht Platz für Dutzende von Metern Archivfläche. Meine Garage ist auch schon voll. Ich habe nichts vernichtet, zeigen dürfte, sondern es sind einfach Projekte, die, ja, wissen Sie, da gibt's also Mandate, also ein Beispiel, unter anderem musste ich mal dem Regierungsrat Uster helfen, einen neuen Polizeikommandanten für den Kanton Zug zu finden. Das interessiert das Archiv für Zeitgeschichte nicht. Oder mit der Regierung des Kantons Bern 250 Millionen einsparen, was wir geschafft haben übrigens. Und ich habe während 6 Monaten die Berner Regierung moderiert für solche Workshops. Und jeder Direktion wieder ein paar Dutzende Millionen abgewichst, oder? Und die Regierung hat es dann geschafft, die 250 Millionen. Das Parlament hat es dann wieder zurück reduziert, nach politischen Kompromissen auf 150. Aber immerhin, es war ein erfolgreiches Ding. Oder die Basler Regierung habe ich als einziger externer Berater und erst noch als Zürcher oder, beraten bei der Verwaltungs- und Regierungsreform, oder, wo es darum ging, einen
die Departemente neu zu verteilen und einen Regierungspräsidenten einzufinden, ein Präsidialdepartement. Das interessiert das Archiv der Zeitgeschichte nicht, oder? Ja, die Liste wäre zu verlängern, ja. Hermann Escher, ich habe eine Frage zur Reintegration im Heimatland. Ich unterstütze die Organisation, bin aber erstaunt, eigentlich wie bescheiden sie ist. Läge hier nicht viel mehr drin. Das ist an sich eine naheliegende und sinnvolle Aktion, die man wahrscheinlich sehr stark aufblasen müsste. Oder ist dann die Konsequenz, dass Leute herkommen, davon profitieren und wieder zurückkehren? Nein, also wir haben ein bescheidenes Jahresbudget von 300.000 Franken. Das müssen wir aber jährlich wieder zusammenbringen. Und also Einnahmen und Ausgaben halten sich die Waage, aber wir haben Gott sei Dank immer eine kleine Reserve, dass wir also auch Mitte des Jahres, also jetzt heute schon, für das Jahr 2020 sagen können, wir können das Programm weiterführen. Und unsere Vereinigung, der Verein, die muss Mittel beschaffen und überwacht den ganzen Prozess, macht auch mal Stichproben, aber die operative Arbeit wird ausgeführt vom Service Social International in Genf. Oder? Da haben wir eine hervorragende Mitarbeiterin und wir arbeiten sehr gut zusammen. Und alle diese Menschen, die zurückkehren und wieder Fuß fassen können, die werden begleitet von Mitarbeitern des SSI oder zum Teil von der Internationalen Organisation für Migration, die Stützpunkte haben in diesen Ländern. Und die kriegen also maximal pro Familie 5.000 Franken, zum Teil sogar in Naturalien oder mal Miete oder weiß ich was. Aber das sind sehr kreative Dinge. Nicht spektakulär, aber ich glaube, wie Sie sagen, nachahmungsbedürftig. Und wir sind froh um jeden Franken, den wir zusätzlich mobilisieren können. Aber wir wollen bewusst keine Subventionen, sondern es ist unser Ehrgeiz, also das ausschließlich aus privaten Mitteln und Stiftungen zusammenzukriegen. Aber wir arbeiten natürlich zusammen mit Rückkehrberatungsstellen der Kantone und des SRK und der Kirchen, Caritas, Hex, die uns vor allem dann eigentlich die Menschen liefern. Jetzt haben wir ein neues Programm, versuchsweise mal, wir suchen jetzt auch straffällig gewordene Frauen, die zum Teil noch Kinder haben und im Strafvollzug sind und nach vollzogener Strafe wieder auf freien Fuß kommen, diese wieder auch eben in dieses Programm aufzunehmen und zu repatriieren und ihnen für eine Existenz zu sorgen. Das ist also noch ein anspruchsvolles Projekt. Ja? Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit, glaube ich. Karl Kohli, etwas, was das neue Asylgesetz oder Revision nicht schafft, ist wahrscheinlich, dass weiterhin viele, die abgewiesen werden, untertauchen. Und das Leben dieser Untertauchen ist ja etwas Furchtbares. Die können fast nur überleben, indem sie kriminell werden. Sehen Sie da irgendeine Möglichkeit, deren Schicksal zu verbessern? Also ich würde die Aussage nicht ganz stützen, dass die alle kriminell werden. Aber die haben ein unheimlich schwieriges Leben, oder? Das ist eindeutig. Und die Versuchung liegt natürlich nahe, wenn man keine Mittel mehr hat, dann irgendwie zu versuchen, eben in die Kleinkriminalität zu geraten. Oder? Dort gibt es natürlich schnell billiges Geld, oder bis zu Drogen und Prostitution und weiß ich was. Und die sind auch anfällig für Kontakte der organisierten Kriminalität, leider, oder? Aber ich meine, viele tauchen auch sogar ab während des Asylverfahrens, oder? Sie müssen noch nicht einmal, weil sie spüren, ich habe keine Chance, oder? Oder allenfalls, wenn der Kurs
Bundesverwaltungsgericht negativ ist, dann sowieso. Aber dann gibt es eben die Nothilfe und da werden auch die Kantone zunehmend restriktiver und versuchen dann die Leute auszuschaffen. Das ist dann eine ganze Organisation. Es gibt also ganze Charterflüge mittlerweile, wo also dann Hunderte von solchen Abgewiesenen eben zurückgeflogen werden. Aber dass viele untertauchen, das ist sicher so. Das belegt sogar die offizielle Statistik oder des SEM. Einige reisen auch aus oder gehen nach Deutschland oder Frankreich oder Italien, zurück nach Italien, obwohl sie dort unter Umständen noch gar kein Asylgesuch eingereicht haben. Denn sonst wären sie ja Dublin-Fälle. Aber das ist also wirklich ein ungelöstes Problem. Aber wissen Sie, wir haben noch keine Personenkontrolle, wie jetzt China mehr und mehr einführt. Also wir wissen noch nicht zu jeder Zeit, wo jeder Mensch sich befindet und was er macht. Oder? Das ist es einfach so. Letztlich muss dann jeder Selbstverantwortung übernehmen. Oder? Wir sind also nicht ein integraler Versorgungsstaat. Ja, Christoph. Ja, Christoph Wehrli. Aufgrund von deiner Erfahrung, sowohl in der Entwicklungszusammenarbeit wie im Asyl- und Flüchtlingsbereich, wärst du eigentlich prädestiniert, um die Bereiche zu verknüpfen. Aber soviel ich weiß, hat zum Beispiel gerade die Helvetas da einige Vorbehalte. Wo sind da die Möglichkeiten und wo sind es mehr Illusionen, da eine Synergie herbeizuführen? Also du sprichst jetzt vielleicht auch den Entwurf zur neuen Botschaft mit dem Stempel von Ignacio Cassis an, oder? Ja, also wie weit soll also Entwicklungszusammenarbeit migrationshemmend sein, oder? Also wir haben bei Helvetas ein Positionspapier ausgearbeitet zu diesem Thema. Und man muss ehrlicherweise feststellen, dass Entwicklungszusammenarbeit natürlich die Ursachen der Auswanderung lindern kann. Aber es kann durchaus auch das Gegenteil der Fall sein. Man kann auch, wenn Partner in der Entwicklungszusammenarbeit, wenn es diesem besser geht, dann steigen auch die Erwartungen und die Möglichkeiten. Und die sehen dann auch, wie das bei uns zugeht. Aber ich sage, es besteht sicher einen Zusammenhang, aber es wäre falsch, und das müsste man meines Erachtens korrigieren noch in der Botschaft, zu sagen, wir wählen die Partnerländer nur noch aus, die kooperativ sind bei der Unterbindung von Migration oder nur noch kooperativ sind bei der Rückübernahme ihrer Staatsbürger, wenn sie bei uns abgelehnte Asylsuchende sind. Also so eng will ich das nicht verknüpfen. Aber ich meine, mit Entwicklungszusammenarbeit können Sie wirklich einen Teil der Ursachen bekämpfen, aber darum sollten wir auch weiterhin eben einen Schwerpunkt auf die Armutsbekämpfung legen, oder? Und nicht jetzt meinen, ja, mit Investitionen in die Privatwirtschaft sei das alles geheilt. Das ist auch richtig. Aber das ist auch wieder nur ein Teil. Und wer investiert als Privatunternehmer in einem Land, das unsicher ist, das die Investitionen wieder vernichtet oder enteignet, das hängt alles wieder eng zusammen. Das ist sehr schwierig, oder? Sehr schwierig. Aber wir machen beispielsweise bei Helvetas Beratung für Migranten in der dritten Welt. Also wir haben ein großes Programm in Sri Lanka beispielsweise, aber auch in Nepal, wo Auswanderungswillige beraten werden in ihren Rechten und ihren Pflichten, wo wir mit den Emigrations- und Immigrationsbehörden zusammenarbeiten und sie aufmerksam machen auf ihre Pflichten und auf den Anspruch auf Rechtsschutz, auch auf Missbräuche hinweisen. Also das ist ein gutes Programm, oder? Und eigentlich irgendwie etwas Innovatives gegenüber der traditionellen technischen Entwicklungszusammenarbeit. Handlungsbedarf besteht, das ist so.
glaube, da wird es die Vernehmlassung noch einiges hervorbringen. Bin noch gespannt. Aber das Gleiche gilt natürlich auch für die Umweltpolitik. Oder? Da werden jetzt auch mehr und mehr Mittel aus den DEZA-Geldern für Umweltprojekte beigezogen. Und ja, die gehen dann eigentlich der klassischen Entwicklungsarbeit, fehlen die dann dort. Oder? Ja, es gibt so viele Probleme auf der Welt. Oder? Und wir sind ja immer nur kleine Akteure, muss man auch sehen. Also, ich verstehe da häufig die Diskussionen nicht mehr. Wir sagen, jetzt haben wir doch 60 Jahre Entwicklungszusammenarbeit geleistet. Warum geht es der Welt noch nicht besser? Oder? Ja, nein, ich meine, so wird hier und da argumentiert, oder? Auch die Kritik an der Entwicklungszusammenarbeit, das hört man hier und da, oder? Ja. Ja. Und wenn man dann die Dimensionen anschaut, oder? Weil was das Volkseinkommen auch der ärmsten Länder, das hat ganz andere Dimensionen als unsere kleinen Beiträge zur humanitären Hilfe und zur Entwicklungszusammenarbeit. Dahin ist nochmal Frage. Stichwort Militär. Sie waren mal Kommandant der Grenzbrigade 6. Anfang der 90er Jahre gab es Leute, die die Armee an die Grenze stellen wollten, um die illegale Einwanderung zu unterbinden. Das gab einigen Wirbel. Es kam dann nicht dazu. Wie haben Sie das erlebt? Also in der Tat war ich 5 Jahre Kommandant der Grenzbrigade 6. Die bedeckte einen Raum von Eschenz bis nach Kaiserstuhl und in der Tiefe ganzer Kanton Schaffhausen bis und mit Thur, Andelfingen und im Westteil praktisch bis vor dem Flughafen Kloten. War also beinahe eine Division mit 3 Regimentern. Wir hatten einen Grenzabschnitt von 180 Kilometern. Ich hatte in meiner Brigade im Kontrollbestand 9000 Soldaten. Das, oder? Jetzt können Sie ausrechnen, wie viele Soldaten pro Kilometer es gegeben hätte, wenn wir die Grenze wirklich absperren sollen. Oder? Also da habe ich immer gesagt, das könnt ihr euch abschminken. Wir sind nicht in der Lage, die Grenze dicht zu machen, sondern das kann man an einzelnen Grenzposten vielleicht, man kann mit dem Grenzwachkorps zusammenarbeiten. Aber alle diese Vorstöße, Grenzen dicht machen, die Einwanderung 180 um die Uhr und 24 Stunden und 7 Tagen, das ist illusionär. Wissen Sie, wie viele Leute täglich die Grenze überschreiten in der Schweiz, die Schweizer Grenze? Machen wir mal eine Wette. Sagen Sie eine Zahl. Nicht schlecht. 750.000. Ja. 750.000 Personen überschreiten täglich die Schweizer Grenze auf die eine oder andere Seite. Ja gut, also früher hatten wir mal eine Armee mit ungefähr 700.000 Soldaten. Also pro Einwanderer und Auswanderer ein Soldat. Ich meine auch den Versuch jetzt, das Grenzwachkorps an die Grenze zu schicken, oder Armeekräfte oder an die Grenze zu schicken. Das hat sogar Uli Maurer begriffen, dass er nicht geht. Darum will er jetzt die Zollbehörde und das GWK fusionieren zu einem Verbund. Das ist nicht schlecht, aber das ist nicht das, was gewisse Kantone gefordert haben, oder? Immer wieder Aufstocken des Grenzwachkorps, damit man die Grenze besser absichern kann. Ja, aufhören. Ein Argument damals war, dass die Armee das gar nicht könne. Ja gut, die Armee ist ja keine Polizeieinheit, oder? Aber im Grenzwachkorps haben wir natürlich Fachkräfte, die den Umgang mit Personen beherrschen, oder? Das sind zum Teil polizeilich ausgebildete Fachkräfte.
aber der einzelne Soldat, aber nie und nimmer, nie und nimmer. Ich kann Ihnen sagen, ich habe mal eine Übung gemacht mit der Grenzbrigade 6. Und zwar simuliert, Schweizer Grenze zurückgenommen und dann einige Schulklassen und Turnvereine zu Hunderten einsickern lassen ins vor dieser simulierten Schweizer Grenze und ein Regiment hatte diese Grenzposten, die wir dann bezeichnet haben, zu kontrollieren und zu vermeiden, dass dort irgendwelche Einwanderung erfolgt. Das, ich kann Ihnen sagen, ich musste die Übung abbrechen. Wirklich, es ging nicht, oder? Wir haben das mit Video aufgenommen. Da gab es Soldaten, die haben auf die Einwanderer geschossen. Die haben auf die Nerven verloren, oder? Weil die sind da mit Kinderwagen und Gepäck und sind da angekommen auf den Straßen und kaum rief da einer Halt, sind sie in die Büsche verschwunden, oder? Und waren nicht mehr zu fassen und zu kontrollieren. Nein, ich meine, das ist anekdotisch, aber wir haben es getestet, oder? Weil ich das wissen wollte, ob das wirklich so funktioniert beziehungsweise nicht. Ja. 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 So, jetzt haben wir noch 5 Minuten. Können wir aufhören. In dem Fall, wenn keine Fragen mehr sind, dann danke ich ganz herzlich, dass Sie hierher gekommen sind. Ich danke Herrn Abetz ganz herzlich für den spannenden Abend, jetzt auch am Schluss diese. Das ist ja auch interessant, oder? Sie haben gesagt, das geht nicht, aber Sie wollten es doch wissen, ob es geht. Also so fern war die Idee dann doch nicht, das doch zu versuchen, sage ich mal, oder? Ja, genau. Man muss Gegenargumente haben. Also ich danke Ihnen ganz herzlich und ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und freue mich, wenn ich Sie wiedersehe an der nächsten Veranstaltung. Wiedersehen. Thank you.